Die große Reinigung. Eigentlich wollte ich heute über die Liebe und über die Freude reden, aber es ist mir nicht drum, über die Freude zu reden, weil der Mensch so weit entfernt ist von wirklicher Freude. Damit meine ich nicht das Genießen wollen, sondern die wahre innere Freude. Ich rede heute von der großen Reinigung. Der Mensch denkt sich die große Reinigung so vor, dass Naturkatastrophen kommen und alles bereinigen und hinwegfegen. Ja, das ist ein großer Schritt, so zu denken. Natürlich kommt er, aber später. Wir sind nun in der Auswirkung feinstofflicher Gedanken. Jeder Mensch streut hinaus, ob er ein Wissen hat oder kein Wissen. Er streut und er wird irgendwo Gruppen finden, wo er Nahrung findet. Er wird dort Unterschlupf finden in diesen Gruppen feinstofflicher Art und er wird dort brüten, was Sache ist. Entweder brütet er für das Dunkel oder für das Lichte. Aber auch Eitelkeit brütet, indem sie helfen wollen, dem Dunkel, also gegen das Dunkel. Ja, und auch das geht nicht. Wir können nicht gegen das Dunkel helfen. Stellen Sie sich vor, wir stehen im Ringschluss. Wir stehen jetzt im Ringschluss und alles beschleunigt sich so stark, dass der Mensch eigentlich nur im großen Glauben an Gott daneben stehen kann und wach sein muss, mehr nicht. Denn Gottes Kraft vollbringt jetzt alles. Ein Beispiel, wie ein Ringschluss zu Ende geführt wird. Nehmen wir an, in der Familie ist ein Problem aufgetaucht. Es kommen die Familienangehörigen zusammen am Tisch und sie nehmen das Thema auf. Sie bereden und bereden und es gibt keinen Abschluss. Sie kommen wieder zusammen im nächsten Jahr und im Jahr darauf und noch mehr Jahre folgen, bis sie mal irgendwie den Faden wieder aufnehmen können in Freude und Liebe zueinander. Und dann geschieht es, dass sie nach vielen Jahren endlich die Lösung finden. Die Lösung für sich und auch das Umfeld. Und das macht sie stark. Es geschieht also ein Ringschluss. Das ist der Ringschluss, von dem ich rede heute. Auch der Schöpfer hat vor sich einen Ringschluss, den er mit dieser Schöpfung und mit den Menschen darin erfüllen will. Er will diesen Ringschluss zu Ende bringen, auf den Punkt. Nur der Schöpfer weiß den Punkt. Der Ringschluss. Wir stehen ungefähr noch am Anfang des Ringschlusses, aber wir haben die Kraft, diesen Ringschluss mitzuerleben, mitzugehen, ihn hautnah zu fühlen und zu beleben, ihn durchleben und darin zur Erkenntnis zu kommen. Der Ringschluss. Der Mensch steht als höchste Kreatur im Ringschluss. Er soll in der Schönheit, Erhabenheit und im Edelmut darin stehen und dann hat er alle Hilfen von oben. Er bekommt alle Hilfen über das Dunkel hinweg. Das Dunkel kann ihm nichts anhaben. Wird der Mensch sich bewusst, dass alles, was heute geschieht, in Wellen geschieht? In Zucht oder in Nachlassen, in Lockerung und wieder Zucht und wieder Lockerung, wieder Zucht. Und das geschieht alleine durch das Licht. Das Licht war noch nie in Wellen auf der Erde. Es war nicht nötig. Das Licht hatte es nicht nötig, in Wellen den Menschen seine Kraft herniederzubringen. Stellen Sie sich mal vor, früher brauchte das Licht ein Strahl auf die Erdenmenschen und die Erdenmenschen waren entzückt, sie waren geführt und freuten sich und auch wenn es dann nur kurz anhielt, aber das ist die Kraft von oben, die dann blitzartig schnell herniederkommt und wirkt. Heute ist diese Kraft nicht möglich,
es würde wahrscheinlich Krieg und Zersetzung geben in den Menschen, weil diese Kraft wäre zu stark. Gott hat selbst die Wellen eingeführt. Sie spüren diese Wellen. Auch der Ruhe und des Arbeitens und Ruhe und Arbeiten immer wieder. Sie spüren selbst diese Wellen. Es gibt Tage, wo sie nichts machen können. Da gibt es wieder Tage, zwei, drei, wo sie alles tun können. Wichtig ist aber, dass im Weltgeschehen heute der Mensch in diesen Wellen sich ergeben muss. Das Dunkel wird heute immer in Wellen auf sie zukommen, auf die Menschheit. Das Dunkel der Mächtigen wird also in Wellen auf die Menschheit zukommen. In Strenge und Nachlassen. Strenge und Nachlassen. Wenn Sie das mal begreifen, dann können Sie darüber nur lachen, denn es hat einen Fortlauf. Natürlich. Es hat natürlich einen Ringschluss. Aber dieser Ringschluss ist nicht gefährlich. Im Gegenteil, das Licht hilft ja. Mit unglaublicher Geschwindigkeit hilft das Licht in Wellen, damit dieses Dunkel nicht Oberhand gewinnt. Es zersetzt sich selber. Habt Geduld, Menschen. Es zersetzt sich selber. Es fragt sich dann nur, wo steht ihr in dieser Zeit, wo es sich auflöst und zersetzt. Wo steht ihr? Seid ihr dann im Edelmut, in der Schönheit? Seid ihr dann abgeschirmt in eurem wahren Glauben, in dem reinen Gedankengut, den es braucht? Denn euer Gedankengut ist das, was euch hebt zum Licht. Nur das, euer Gedankengut. Der Ringschluss, ja, der Mensch steht im Ringschluss. Wir müssen froh sein, wir müssen lachen, wir müssen glücklich sein, dass es so weit kam. Wir sind im Ringschluss und Gott, unser Allmächtiger, Schöpfer, gibt uns diese Wellen als Gnadenakt für die Menschheit, als Liebesakt. Ich hoffe, ihr versteht das. Wellen oder direkte Kraft. Direkte Kraft wäre zerstörerisch. Nicht, dass jetzt dem Dunkel dadurch mehr geholfen wird. Nein, das Dunkel, es zersetzt sich von alleine, es brütet sich aus und es sieht irgendwann mal seine Gehässigkeit im Innern, aber ihr dürft da nicht mitgehen. Geht nicht mit dem Dunkel, in kleinster Art und Weise. Hört ihr, in keiner Art und Weise geht mit, denn wo Dunkels ist, meidet es das Licht. Oder wo starkes Licht ist, da wird das Dunkel das Licht anfeinden. Ihr seid im freien Willen. Ihr habt aber auch die Kraft Gottes in euch. Und ihr könnt damit die Welt retten. Die Wechselwirkung von Geben und Nehmen ist das höchste Gut, das der Mensch erfahren kann. Darin erfährt er, wie die Kräfte messen, wie die Kräfte sind, wie sie aufeinander prallen. Wenn ich immer nur nehme, dann werde ich nicht mehr geben können, irgendwann, und ich stumpfe ab. Wer nicht gibt, der bekommt nicht. Wer Geistiges nicht gibt, bekommt nichts Geistiges. Wer Irdisches nicht gibt, der bekommt nichts Irdisches. Der Mensch, der in seiner Seele nicht aufgeräumt hat und der noch glaubt, ja, es hat noch Zeit, der ist nicht bereit für den großen Ringschluss, der jetzt folgt, in dem wir mittendrin stehen. Die große Reinigung, die geschieht in unserem Innern. Die große Reinigung geschieht in unserem Innern. Ja. Und nachher folgt das Äußere, aber zuerst in unserem Innern. Ihr müsst euch nun vorbereiten
euch vor, euch bereiten für das hohe Licht, die Wellen, die dauernd kommen, und schaut die Wellen an, wie sie sind, dann gehen sie wieder. Auch im Beruf habt ihr diese Wellen jetzt, sie durchfluten alles, nicht nur die dunklen Machenschaften, es durchflutet auch das Gute. Ihr werdet auch im Guten Wellen haben, denn ihr braucht auch die Ruhe im guten Tun. Ihr braucht die Ruhe, damit sich euer Körper formt. Euer Körper ist noch weit entfernt, auch wenn ihr Yoga macht. Euer Körper ist noch weit entfernt, noch weiter entfernt, als es die Erde ist, auf ihrer Umlaufbahn. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr müsst noch viel weiter. Das heißt nicht, ihr müsst in der Nacht nicht mehr schlafen. Nein, ihr müsst am Tag ab und zu euch hinlegen. Einfach hinlegen und nichts mehr denken. Bereitet euren Körper vor für die große, große, große Reinigung, die jetzt im Gange ist. Und die Erde ist bereits schon angehoben. Noch nicht viel, aber sie geht. Sie geht. Ihr spürt es an den Wellen. Dann, wenn die Erde nahe der Umlaufbahn ist, dann hören diese Wellen auf. Denn dann geht's drunter und drüber auf dieser Erde. Dann kommt all das, wovon niemand zu träumen wagte. Ich will nicht so weit gehen, ich sehe ganz weit und ich will euch nicht entmutigen, denn der Mut alleine befleißigt, um das alles zu überstehen. Traurig bin ich nur auf die Menschen, die jetzt glauben, sie müssen noch dieses und jenes alles im Dunkel dauernd mitverfolgen. Ihr müsst das nicht tun. Es bringt euch nichts. Es bringt euch nur Wirrnis. Und ihr macht euch schwer. In jedem, was ihr tut, für das Dunkle, im Dunkel, indem ihr euch denkt, ihr seid besser als die, die im Dunkel stehen und Dunkles tun, sobald ihr selbst mitmacht, werdet ihr schwerer. Ihr könnt dann nicht mehr anzapfen an dem, was ihr einmal seid, gewesen wart. Ihr wart mal vielleicht sehr fein und ihr wart feinfühlig. Aber das Dunkel heute macht alle stumpf. Seid vorsichtig, wir sind im Ringschluss, es ist nicht zu spaßen mehr. Noch nie gab es diese Wellen auf der Erde, wo jeder Mensch mitfühlen kann, ja, hat die Empfindung, wenn Wellen kommen. Wellen haben Höhepunkte, da sind sie giftig und haben sie Tiefen, wo sie listig sind. In der List lassen sie den Menschen wieder, ja, die Maskenpflicht wegnehmen. In der List lassen sie den Menschen wieder über 2 Meter Abstand. In der List. Ja, die List kann noch weit gehen. Aber wenn es wieder anzieht, auf dem Höhepunkt des Giftes, dann kommt die Maskenpflicht, dann kommt die Impfung, dann kommt einfach alles wieder. Ihr müsst das nur schauen lernen. Schaut es an und ihr könnt mit den Gedanken dagegen sein. Aber ihr könnt auch mit den Gedanken, Gott gewollt, stark sein, einfach wach sein und euch zu Gott hingezogen fühlen. Das ist das Wichtigste, dass ihr euch zu Gott hin fühlt. Fühlt euch zu Gott hin, zu unserem Schöpfer. Er beschleunigt dieser Ringschluss. Wenn in der Familie ein Mitglied der Ringschluss beschleunigt in der Runde, dann kann es sein, dass es Zank gibt oder dass sie noch giftiger werden. Aber einer muss eine kleine Beschleunigung machen in der Runde, wenn so ein Ringschluss zu Ende geführt werden soll. Und das kann auch einer, der Richtige. Und dann werden nicht nur Jahrzehnte daraus von einem solchen Zwist, sondern vielleicht ein paar Jahre, 3-4 Jahre vielleicht, und dann
ist die Familiengeschichte gegessen. Genauso ist es mit der Schöpfung, mit der großen, riesigen Schöpfung. Auch da hat Gott einen Plan, dass er diese Menschen nicht verloren gehen will, lassen will. Ja. Er will als letzten Anker, hat er noch diese Wellen geschaffen. Stellt ihr euch das mal vor, wie viel Kreativität darin steckt, wie viel Gottesgnade, dass der Herr uns diese Wellen gibt, wo wir erkennen können. Wellen sind lebendig. Direktes Licht auch. Aber es wirkt anders, das direkte Licht. Es greift sofort an. Zack. Aber Wellen nicht. Wellen sind beweglich. Sie sind elastisch und gleichen aus. Ob es nun giftige Wellen sind oder leichte Wellen oder starke Wellen oder weiche Wellen. Es sind Wellen, die uns erreichen und die wir anschauen müssen jetzt. Mehr kann ich euch nicht mitteilen. Alles wäre zu viel. Ihr müsst diesen Schritt, den nächsten Schritt nun machen. Schaut hin und entfernt euch vom Dunkel. Entfernt euch ganz. Es bekommt dann keine Nahrung mehr. Es zerfällt in sich. Macht das. Entfernt euch vom Dunkel. Ja. Wendet euch dem Licht zu. Es ist so herrlich. Aber seid nicht tatlos im Licht. Seid nicht tatlos. Seid angespannt. Betet, dass euch geholfen wird, dass euch diese Wellen immer sichtbar werden lassen. Denn sie werden immer stärker, die Wellen. Immer stärker und schmerzhafter. Bleibt nicht stehen. Bleibt nicht stehen und genießt nur und in Bequemlichkeit verharren. Jetzt, wo der Sommer da ist, seid wachsam. Hütet euch vor dem Dunkel. Geht ins Licht. Es ist viel Platz im Licht. Es ist so viel Platz. Wir lassen nun das Dunkel zerbersten. Wir lassen es in sich zusammenfallen. Wir geben ihm keine Nahrung mehr. Das ist unser Leitsatz. Ihr Markus Bösch.